Mit 15 km/h durch Europa. Vierzigster Reisetag. Sonntag, 24. Juni 2018. Unterwegs am Eurovelo 6 Radweg. Frankreich. Die Nacht war sehr ruhig und ich habe gut geschlafen. Nach einer etwas oberflächlichen Morgentoilette bin ich mit dem Kocher, den Lebensmitteln und dem Notebook zur Rezeption gegangen. Hier im Zelt, wo ich gestern Abend ein WM-Fußballmatch gesehen habe, bereite ich nun das Frühstück vor. Nachdem ich gestern Spenden einsammeln wollte und dadurch einen Tag in Dole verbracht habe, freue ich mich schon darauf, heute wieder in die Pedale zu treten, was Neues zu entdecken und vielleicht die eine oder andere Bekanntschaft zu machen. Während ich das Frühstück vorbereite, sehe ich mir die Route von Dole bis nach Besançon im Bike-Klein-Radturmbuch an. Bis nach Besançon, wo es auch einen Campingplatz gibt, sind es 62,8 Kilometer. Sicher ist, dass die Doue und der Canal du Rhône-Oran ein paar Mal kreuzen und manchmal sogar eine sehr enge Beziehung miteinander eingehen. Nennenswerte Steigungen sind keine eingezeichnet. Bei dem Aufstrich aus der Dose handelt es sich vermutlich um eine Leberpastete, wie die Abbildung am Deckel vermuten lässt. Vor der Abreise wird der Zeltboden von Steinchen, Gräsern und Erden gesäubert. Von Dole nach Rochefort-sur-Nenon. Ein paar hundert Meter vom Campingplatz entfernt gibt es die erste Pause. Es ist ein Schiff, dessen Manöver meine Neugier fördert. Ja, Dole, Canal du Rhône. Hallo, wo kommt ihr denn her? Wir kommen aus Deutschland und sind von Basel in der Schweiz bis hierher mit den Fahrrädern unterwegs. Begleiten Sie mich nach Deutschland? Wir sind mit dem Wohnwagen hier, der ungefähr 10 Kilometer entfernt ist. 1,5 Stunden sind seit der Abfahrt in Dole vergangen. Wenn Garmin richtig tickt, dann habe ich erst 7,3 Kilometer zurückgelegt. Vielleicht sollte ich das Gerät austauschen? Rochefort-sur-Nenon. Ich hätte gerne gewusst, wie diese niedliche Ortschaft heißt. Möglicherweise habe ich die Ortstafel übersehen. Das Navigationssystem zeigt an, dass es sich um Rochefort-sur-Nenon handelt. Eine Hinweistafel zeigt an, dass sich die Radwege Nummer 5 und Nummer 1 kreuzen. Der Eurovelo 6 Radweg, dem ich bis zum Schwarzen Meer folge, ist nicht angeführt. Jetzt stellt sich die Frage, verläuft der Radweg am linken oder am rechten Ufer? Wenn ich das Radturmbuch von Bikern richtig interpretiere, dann sollte der Weg nördlich dem Kanal folgen. Von Rochefort-sur-Nenon nach Auchan. Weißt du, Gerhard, in Rochefort-sur-Nenon, genau an dieser Stelle, vereinigen sich der Fluss Du und der Canal du Rhône-Oran. Das ist also die Stelle, wo der Fluss Du und der Canal du Rhône-Oran zueinander finden. Es ist 12 Uhr. Die Brücke ist ein idealer Ort, um ein wenig zu verschnaufen. Ab da geht es nun am südlichen Ufer des Kanals weiter.
Im Jahr 2018 leben in der französischen Gemeinde Auchan ca. 1080 Menschen. Durch das Dorf fließen der Fluss Doux und der Canal du Rhône-Auran, auch Rheinkanal genannt. Der Originalradweg Eurovelo 6 folgt dem Doux. Obwohl ich erst 1 Stunde und 20 Minuten in die Pedale trete, gibt es beim Anblick dieser bezaubernden Raststätte nur eine Entscheidung, nämlich anhalten, rasten, essen und trinken. Bei lebhaftem Wind ist das Anzünden des Spiritus-Kochers mit kurzen Zündhölzern eine Herausforderung. Geschafft. Nur noch den Deckel drauf und warten. Halt! Der Regler, mit dem man die Hitze regulieren kann, der gehört schon noch drauf. Aha, meine Kochkünste locken die ersten Gäste an. Das Wetter ist heute ideal zum Radfahren. Aktuell hat es 21 Grad Celsius. Zur Abwechslung gibt es heute wieder mal Baguette. Das Wasser kocht. Und es ist an der Zeit, die Flammen zu zügeln. Mit Hilfe der Gabel und der Pfannenzange verringere ich die Öffnung des Spiritusbehälters. Nun kann die Suppe noch ein paar Minuten köcheln. Na endlich. Diese Position kannst du die nächsten Stunden beibehalten. Nach einer Stunde Rast setze ich die Fahrt fort. Von Auchan nach Rheinchaux. Das mag ich besonders, wenn es gleich nach dem Mittagessen bergauf geht. Das Gesamtgewicht von 165 Kilogramm, das diesen Hügel emporkriecht, sorgt in Kürze für wahre Schweißflüsse. 51 Kilogramm wiegt das Gepäck. Den Rest teilen sich das Fahrrad und mein Körpergewicht. Kilometer sind es noch bis Rheinchaux und 38 bis nach Besançon. Meine Affinität zur Mathematik tritt wieder in den Vordergrund. Wenn ich 15 km/h im Schnitt fahre, dann sollte ich in ca. 3 Stunden in Besançon sein. Ergo dessen rechne ich die aktuelle Uhrzeit plus 3 Stunden. Aktuell ist es 13:48 Uhr. 13:48 Uhr und 3 Stunden ergibt eine Ankunftszeit um ca. 17 Uhr. Gleich nach dieser unnötigen Rechenaufgabe fällt mir wieder ein, dass ich doch mein Leben nach dem Shaolin-Prinzip, das Leben im Hier und Jetzt, ausrichten will. Ich arbeite dran. Hey, was ist denn das? Wandelt da ein Mensch inmitten des Flusses? Tatsächlich, der wird doch nicht... Doch, der geht tatsächlich schwimmen. Dabei ist es heute gar nicht so heiß. Und ist das nicht gefährlich? Von Rheinchaux nach Besançon. Endlich eine Herausforderung,
Wer ist schneller, das Schiff oder das Fahrrad? Schatz, es dauert länger, bis ich heimkomme. Da sind 20 km/h maximal erlaubt. Somit heißt es hier einschleifen, einbremsen. Die sind aber nett hier. Befestigen Sie doch einfach eine verlorene Fahrradfelge an einem Wegweiser. Meine Gedanken kramen gerade in der Schublade der Erinnerungen. 2007 hadelten zwei Freunde und ich durch Tschechien. Für Andreas war es eine Premiere. Vielleicht war dies auch der Grund, weshalb wir nach dem Motto »Deine Freunde kannst du dir nicht aussuchen« ihn gleich am ersten Tag 100 Kilometer durch die hügelige Landschaft eskortierten. Hey, ich fahre auf einer Insel, wie es scheint. Denn links fließt der Kanal und rechts der Fluss. Hoffentlich endet der Radweg nicht dort, wo sich die beiden Gewässer vereinen. Soll ich die beiden überholen? Mach dich nicht unglücklich. Schon deren Figur zeigt doch, dass sie viel sportlicher sind als du. Und die nutzen Rennräder. Meine Kindheit drängt sich vor mein geistiges Auge. Ich sehe mich, wie ich mit 2 Jahren immer noch in den Strumpfhosen den Boden scheuere. Denn zum Leidwesen meiner Mutter war ich zu faul, um aufrecht zu gehen. Aber dieses Manko habe ich später ordentlich beseitigt. Auch mit Hilfe unserer Tante und unserem Onkel, die mich und meinen Bruder auf viele Wandertouren mitnahmen. Kurze Pause nach der Überquerung der Brücke. Ein paar Kekse einwerfen und dazu ein gekühltes Wasser. Ursprünglich war die Thermoskanne für einen Kaffee gedacht. Sie wurde schon öfters zweckentfremdet. Im Worst Case kann ich nur kaltes Wasser mit warmem mischen und erhalte so ein durstlöschendes, erfrischendes Trinkerlebnis. Brrr. Gerhard, du befindest dich in der Nähe des Dorfes Torese. Es liegt am westlichen Rand des Juras auf einem felsigen Vorsprung, den der Fluss Du mit einer weitläufigen Schleife umgeht. Der Canale du Rhône-Oran schneidet die Flussschleife von Torese ab und fließt dabei durch einen von Menschenhand geschaffenen Bergtunnel. 12 Kilometer nordöstlich befindet sich die Stadt Besançon. Wow, so sieht also die andere Seite des Tunnels aus. Auf den ersten Blick erinnert es mich an eine bekannte Grotte. Der Wasserfall gibt noch Rätsel auf.
Die Fahrt durch diese von Flüssen und Kanälen durchtränkte Landschaft inspiriert mich, das Prinzip der Achtsamkeit ganz besonders zu befolgen. Bernhard Möstl, der Autor des Buches Shaolin, zitiert die Worte von Buddha: Wie eine Biene den Nektar einer Blume aufnimmt, ohne Farbe und Duft zu stören, dann weiterfliegt, so gehen Weise durch die Welt. In seinem Buch zieht er die Fotografie als Beispiel heran und stellt dabei die Frage: Was macht einen guten Fotografen aus? Ich zitiere noch ein paar Zeilen aus seinem Werk, das ich im Anhänger mitführe. Der andere hingegen kommt erst einmal nur, um zu sehen. Und er kommt immer wieder. Er kennt die harten Schatten der Mittagszeit. Er kennt die Landschaft, die Blumen, die Wolken, den Himmel. Er weiß, welches Licht sie am besten kleidet und auch welche Jahreszeit. Und wenn er sich dann mit dieser Landschaft, die ihm Modell stehen wird, bekannt gemacht hat, so wie sich auch ein Porträtfotograf mit seinem Modell bekannt macht, dann ist die Zeit gekommen, sie durch die Kamera zu betrachten und anzuschauen. Wenn der gute Fotograf all ihre Farben, den Geruch ihrer Blumen, der ebenso wenig auf einem Bild zu sehen sein wird wie der leichte Wind, der sie umgibt, in sich aufgenommen hat und sie in seinem tiefsten Innersten zu schätzen weiß, dann ist die Zeit gekommen, ein Bild zu nehmen. Und wenn er schließlich weiß, dass es nicht sein Talent, seine Kamera oder seine Ausbildung sind, die das gute Foto ausmachen, sondern die Landschaft selbst und seine ehrliche Achtung vor ihr, dann wird es auch ein Bild werden, das dieser Landschaft gerecht wird. Doch wenn es auch so einfach klingt, das Prinzip der Achtsamkeit ist ein schwieriges Prinzip. Eine Idee, die man langsam lernen muss und nur langsam begreifen kann. Natürlich, man kann jetzt zu jedem Baum gehen und zu jedem Strauch und zu jeder Blume und sagen: Ich achte dich. Man kann zu jedem Menschen gehen, zu jedem Stein und zu jedem Wasser und sagen: Ich achte dich. Die Menschen in ihrer Umgebung würden sie bewundern als jemanden, der dieses schwierige Prinzip verstanden hat. Aber sie selbst werden sich dabei wohl eher komisch vorkommen, als wirkliche Freude zu empfinden. Denn in ihrem Denken hätte sich nichts verändert. Es bliebe ein Schauspiel, das nichts mit wahrer Achtsamkeit zu tun hat. Gerhard, vor dir, auf dem Hügel, siehst du die Zitadelle von Besançon. Das ist eine riesige Festungsanlage, die gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt repräsentiert. Mehr als 11 Hektar umfasst das Areal dieser monumentalen Anlage. Sie ist über 300 Jahre alt und gilt als eine der schönsten Zitadellen Frankreichs. Österreich oder was? Hallo! Bist du nicht auch aus Österreich? Grüß dich, Gerhard. Franz, servus. Freut mich, Franz. Woher kommst du? Wir sind weggefahren in Basel. Ja, Schweiz. Gut. Wir sind gestern in Basel weggefahren. Gestern. Ja, na, ich komme vom Atlantik. Ich komme vom Atlantik. Und wir biegen jetzt dann Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Franzose, der spricht aber gut Deutsch. Und der große Wagen. Und wie ist der Name? Bouget de Lille. Seit 14 Jahren ist er in Pension und freut sich demnächst auf seinen 74. Geburtstag. Unglaublich. Hey Gerhard, da gibt es was Gutes zum Schlemmen. Es ist 20.30 Uhr und ich befinde mich am Camping de Besançon.
señal de los tiempos. Bienvenido al show final. Lleva tu mejor vestir. No intentes sobornar al portero. Cuando vayas camino del cielo, Santa nunca ha sido. Tenemos que escapar de aquí. Tenemos que escapar de aquí. Todo va a estar muy bien. El fin pronto vendrá. Tenemos que escapar de aquí. Detén tu llanto, pásate lo feliz. Todo se ve bien de aquí. Recuerda, todo va a estar muy bien. Podemos vernos en otro lugar, muy lejos de aquí. Señal de los tiempos.